So, die letzte der epischen Jagdquests ist erledigt, zumindest vorerst die letzte. Ich gehe mal davon aus, dass die nächsten paar dann auch noch in den anderen Gebieten stattfinden werden. Jetzt haben wir ja so die drei Anfangsgebiete in Anführungszeichen. Ja, passt schon, ne? Hier Ödnisinsel, Dünen und Jora Grenzland, das waren glaube ich so die ersten drei. Dann kommt dann noch Sumpf, Wald und Hügel. Ja, stimmt ja eigentlich, die alle, die dann, die fehlen ja jetzt noch. Die vier Haupt, oder die drei Haupt halt, also, Himmelsberg, nee, Quatsch, Nebelgipfel, genau. Nebelgipfel, grüne Hügel und die Schneegebirge. Die fehlen jetzt noch, könnte ich mir vorstellen, dass die ja dann in Queststufe 6 kommen. Schauen wir mal. Jetzt wird es aber erstmal wieder Zeit, dass wir uns in die Katze verwandeln. Pirscher, achso, ja genau. Nehmen wir ihn. Ja. Ach, und jetzt den Modus wechseln. Ja, okay. Genau. Sehr schön. Damit sind wir wieder eine Katze. Wunderbar. Damit können wir auch erstmal alles wegpacken. Das können wir eh nicht benutzen. Das ist es ja. Wir können ja nur Sachen aufsammeln, aber leider nicht benutzen. Na, was heißt leider? Die Katzen sind ja auch so relativ stark. So. Dann schauen wir uns mal die nächsten Quests an, was da denn jetzt so läuft. Vor allem, was da jetzt alles freigeschalten wird, weil normalerweise gibt es ja immer eine normale Quest und dann werden drei oder vier freigeschalten danach. Und ich bin mal gespannt, was es diesmal ist. Die erste Quest ist Blutrotes Marschland, 10 Io-Preis erledigen. Das geht eigentlich relativ einfach. Da müssen wir fast schon nicht essen. Aber egal, Essen bringt ja was bei Katzen, ne? Ich meine, so viel ist das ja jetzt auch nicht, was es da kostet. Na gut, wir haben halt auch nicht. Ach komm, wir essen auch überhaupt nicht. Oder haben wir irgendwas, was bloß Gesundheit erhöht? Da, sowas, der liebevolle Eintopf. Kann man schon machen. Pirschermaleffekt. Ach komm. Reiter Grobklotz, Gourmet, Kraftkatze, Superkatze, Regelbrecher, Fellüberzug, keine Ahnung. Hier machen wir das doch. Da haben wir auch den Verteidiger plus 2. Weil Ausdauer müssen wir ja nicht tanken, das ist es ja. Grundlegend ist es ja aber egal, weil wir... Na okay, Verteidigung plus 2. Und ein Gutschein. Das hat sich doch schon gelohnt. Aber grundlegend müssen wir ja überhaupt nicht essen, weil ja, es erhöht bloß unsere Leben. Pirsche, hör mir zu, ich habe im Marschland ein Iodrom gejagt, aber eine Gruppe Io-Prey ist mir immerzu im Weg. Kannst du mir vielleicht helfen da draußen? Ja, natürlich. So, jetzt haben wir auch volle Leben. Wobei, wir haben doch bloß 40 gegessen, oder? Also ist es so, hat man schon volle Leben von Anfang an? Kann sogar sein. Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, ich kenne mich nicht genügend aus mit den Pirschern, dass ich das so sagen könnte. Gibst du mir nochmal was? Nein, leider nicht. Fassbombing, ja. Doombombing, das Gesundheitshorn. Und da sind sie doch schon, na also. So, hauen wir mal drauf. Ich glaube, das könnte jetzt eine dezent lange Zeit brauchen, weil einfach unsere Waffen noch viel zu schlecht sind. Weil die habe ich ja bisher auch noch nicht aufgewertet. Das ist ja immer so das. Wie war das nochmal mit dem Dings, mit dem Boomerang? So, genau. Zack. Macht zwar halt nicht viel, wenn die Fähigkeiten dafür nicht da sind, aber hey, kann schon mal so einen Boomerang werfen. Zack. Hat überhaupt nichts gemacht. Egal. Ich glaube, da sind die Angriffe immer noch besser. Aber wie gesagt, ich glaube, ich muss echt mal die Katzen aufwerten, vor allem wegen den Pirscher-Quests halt. Weil das zählt ja dort bestimmt auch. Also je nachdem, wie viel Rüstung man hat und wie viel Angriffsstärke. Das sollte doch bestimmt auch gut Schaden machen, oder? So, nochmal. Da muss ich in die richtige Richtung gucken. Ja, weil die Io-Preys sterben halt auch überhaupt nicht jetzt. Oh Gott. Da muss ich nach der Quest echt mal nachgucken. Weil es braucht hier ja 10 Minuten, bis einer tot ist. Was ist das denn? Das sind Io-Preys. Der ist tot, okay. Ah, okay, jetzt sind zwei gleichzeitig gestorben. Wir haben uns einfach bloß auf den Falschen konzentriert. Trotzdem. Um 10 Io-Preys tot zu bekommen, ist es trotzdem viel Zeit, die wir da brauchen. Kameraden treffen!
So, jetzt machen wir doch mal gut Schaden. Ich hoffe, das hält auch eine Weile. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht komplett falsch aktiviert. Na, hier sind natürlich keine U-Prays. Großartig. In 8 sollten aber welche sein. Da sind eigentlich immer welche. Na, komm schon. Ich will den Schadensboost noch behalten. Wieso? Doch, dahin sind welche. Na, immerhin. Immerhin 2 zumindest. So, ich hoffe... 3. Sehr schön. Ich hoffe einfach mal, dass der Schadensboost jetzt ein bisschen was reißt. Ansonsten haben wir ein gewisses Problem. Wie gesagt, dass wir halt U-Prays schon nicht mehr tot bekommen. Das überrascht mich halt. Wenn ich da halt ein paar mehr Schläge bekäme bei der Rolle, das wäre auch super. Nur, das ist verdammt schwierig zu treffen. Also halt vor allem bei solchen kleinen Viechern. Bei größeren geht das. Da, voll ins Gesicht. Nur halt die kleineren Viecher machen da echt ein Problem. Ist er tot? Ja, perfekt. Ja, ist er? Ja, okay. Muss man immer wieder kontrollieren bei den Viechern. Manchmal fallen sie einfach bloß hin, ohne dann wirklich zu sterben. Das ist immer ein bisschen ätzend. Angriff! Also das Kameradentreffen bringt scheinbar schon ein bisschen was. Außerdem bringt es was, wenn man sich bloß auf einen konzentriert, statt 3 gleichzeitig anzugreifen und alle 3 gleichzeitig tot zu machen. Ja, es ist verdammt schwierig, das richtig zu timen. Das ist auch leichter bei großen Monstern. Zack. Ich glaube, das macht auch mehr Schaden, wenn man das halt öfters dann trifft oder so. Ach. Du lebst nämlich noch. Ja, okay. Oh, noch 5 Monster. Ja, nachdem sind es noch 4. Oh Mann. Das ist ja eine Quest, die braucht eine halbe Ewigkeit. Okay, aber das Kameradentreffen geht eine ganze Weile. Das gefällt mir. Zumindest ich kann die Fähigkeit wieder aufladen, bevor die wirkliche vorbei ist. Und das gefällt mir ganz gut. Okay, da ist er gestorben. Sehr schön. Fehlen noch 4 Stück. Das ist dann die größte Frage, wo finden wir die? Wäre zu schön gewesen. In den Höhlen sind ja eigentlich auch immer welche. Hm, ja, ich kann über die Höhlen dann nach 2 und 1 gehen. Dort sollten wir eigentlich den Rest finden. Ja, hier sind schon mal 2. Ich glaube, diesmal sind es wirklich bloß 2. Ja. Ne, 3. Ich meine, fehlt trotzdem noch einer. So, darüber. Komm schon. Und das. Ich glaube, das ist ganz cool, dass wir so diesen seitlichen Schwung dann machen. Der könnte reinhauen. Damit kommen wir halt dann auch ein bisschen voran, wenn die Viecher ein bisschen weghüpfen. Das ist halt das. Oh, was macht die Katze? Das ist auch wieder ein Jubelhorn. Tatsächlich. Wieso habe nur ich das bekommen? Ah nee, das ist ja... Jubelhorn ist ja was anderes als Kameradentreffen. Oh, hi Monster. Was bist du für ein Monster? Ja, so wie es sich bewegt, würde ich fast schon sagen, Iodrom. Weil es schon relativ schnell unterwegs ist. Wir können ja gleich mal rausgehen und gucken. Was steht denn dran? Na, nichts. Außer, dass es instabil ist, steht nichts dran. Ich würde einfach mal vermuten, Iodrom. Was mache ich denn eigentlich... Okay, mit X und A mache ich scheinbar gar nichts. Komm schon. Und der seitliche. Der war da sinnvoller als der Wirbel. Der hätte dann nicht viel gemacht. Ah, mein Kameradentreffen ist auch vorbei. Verdammt. Wie es aussieht, wenn die Katze springt. Oh, da ist gerade meine Respawn. Ja, nice. Den bekommen wir nicht, oder? Hinter mir ist auch irgendwie einer. Kann ich das eigentlich noch mehr aufladen? Nee, kann ich nicht. Der soll doch jetzt beinahe hinüber sein, der, oder? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er noch so lange aushält. Der hat das 2 von den Dings... Ach, verdammt. 2 von den Bumerängen ins Gesicht bekommen. Hä, die sind weg? Wie gemein, wieso sind die jetzt despawned? Ach. Der hat jetzt wahrscheinlich auch nicht mal die Dings. Der hat die... Au. Okay. Der hat jetzt wahrscheinlich auch nicht mal den Schaden. Wie gemein ist das denn? Wie gesagt, dass die einfach despawnen, wenn man... Ja gut, ist aber schon so. Kleine Viecher machen das ja.
Schade drum, den hätten wir nämlich beinahe tot gehabt. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Ach, das war nicht das, was ich haben wollte. Zack. Boah, den hat's weggefetzt. Na, also. Endlich. Meine Güte. Hat auch nur Ewigkeiten gedauert. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Erz. Dann sind wir auch hier fertig mit der ersten Katzenquest. Zumindest, wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass es da noch mehr geben wird. Weil nur eine Katzenquest in der Queststufe wäre sehr merkwürdig. Da hatten wir bisher immer welche. Wir bekommen hier irgendwie bloß Juwele raus. Was ist das denn? Und eine Erzkristalle. Das war jetzt nicht ganz so toll, was wir hier rausbekommen haben. Na gut. Probieren wir nochmal unser Glück. Immerhin mal ein Eisenerz. Machalit wäre zwar schöner, aber hey. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ein paar Punkte. Ja, also. Es ist aber halt echt das Tolle, dass man mit der Katze ziemlich einfach da die ganzen Sachen farmen kann. Wieso gibt es eigentlich eine Minute? Wir haben doch bloß eine Jagdquest gemacht, also eine Tötungsquest. Es sollte eigentlich bloß 20 Sekunden geben. Das ist interessant und ist tatsächlich ein Iodrom. Okay. Na gut, und wo der ist, gibt es natürlich auch jede Menge Io-Praise. Ja, ja. Egal. Wir haben es in der Höhle auch hinbekommen. Ich meine, bevor er hier war, haben wir auch alle hier erledigt. Das war bloß, er hat dann wahrscheinlich wieder welche nachgespawnt, beziehungsweise sie sind einfach respawned. Das ist natürlich auch das. Aber es hat ja auch so funktioniert. So, zweimal schöner Rest, das ist sehr toll, das gefällt mir sehr. Ein bisschen Pilze und ein extra Apfel. Na gut, ein Eisenerz. Die Belohnung hält sich in Grenzen, aber hey, immerhin bekommen wir eine. So, sehr schön. Damit haben wir die erledigt. Und jetzt schauen wir doch gleich mal, was sich da jetzt getan hat bei den Katzenquests. Ja, ja, ja. Okay, da sind wieder welche. Ah, wusste ich's doch. Oh, ein Wivernei im grünen Hügeln. 10 Uroktore und 8 Remo. Oh Gott, wie soll ich den Remobras mit der Katze erledigen? Das geht ja gar nicht. Ah, gut, aber ein Wivernei sollte auch nicht das Problem sein. Wir können ja auch nicht arg viel dagegen tun. So. Kameradenausrüster. Kannst du mir eine neue Waffe geben? Jo, das geht schon. Was habe ich denn überhaupt für eine? Das ist die größte Frage. Status? Wo steht denn das? Aktive Fähigkeit Gift aufheben. Okay. Knochenkeil. Eichelpanzer, okay. 50 Angriff. Und Schärfe grün. Na gut, so stark ist das nicht. Ja, also Schärfe gelb. Tausche Objekte gegen Reste ein. Das ist ja cool, das wusste ich auch nicht. Das ist ja richtig cool. So, wir haben hier verdammt viele Waffen, oh Gott. Ein Mufi-Stofftier, wie niedlich. Das macht Schlaf, oh. Oh, Gildending. Ach so, was hatten die Knochen? Hat es Schlag oder Hieb? Hat Hieb. Schlag ist dann Hammer eher, okay. Aber der Gildendegen wäre dann eine Sache. 88 im Vergleich zu 50, das sollte schon mal deutlich mehr Schaden machen. 78 und Wasser, hm. Ja gut, okay, das sind die ganzen Viecher. Lagiacus Anker. 92 und 16, wow, okay. Nahbereich aus... Achso, ausgewogen Nahbereich Bumerang. Ah, okay. Ah, ne, dann würde ich den Nahbereich nehmen. Fächer, Garuga-Fächer oder ausgewogen halt. Das ist der Gildendegen vielleicht schon gar nicht schlecht. Hm. Kann ich irgendwas mit Jan Garuga? Ja, aber dann ist es so Bumerang-lastig. Das ist auch irgendwie nicht so gut. Nagakuga-Shuriken. 62. Das ist aber nicht so stark. Bumerang ausgewogen... Lähmung? Lähmung wäre was. Oder halt Gift. Weil ich meine, das war ja 88. Ja, aber 15. Ja, okay. Mit 15% Affinität ist es natürlich auch gut. Aber Gift wäre natürlich auch super. Hm. 88. Hier 74. Grün hat das ja auch, genau. Das ist auch Hieb.
Beim Center Town habe ich halt gar nichts. 74. Das ist ausgewogen, das auch. Achso, das ist aber Schlag. Ja gut, bei Schlag weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Ich kann jetzt bloß Hieb. Na, ich meine, es macht schon mal 24 Schaden mehr und 14 Gift. Das ist halt auch noch das. Das könnte mir ja auf jeden Fall auch schon helfen. Lähmung ist auch ganz cool, aber ich weiß halt nicht, wie sehr das dann triggern wird. Je nachdem, wer die Katzen halt angreifen. Das ist bei Körper denn, oder? Scheinbar nicht. Ich dachte, es kommt auf den Körper drauf an. Oh Gott, wie das aussieht. Perfekt, um den Kampf zu gehen. Ich dachte aber, das wäre hier bei den Rüstungen. Zumindest war es ja früher bei den Rüstungen. So, dass man sehen kann, was sie dann machen. Weil die Katzen greifen mir irgendwie viel zu häufig den Dings die kleinen Viecher an. Und das gefällt mir nicht wirklich. Tigerbaby? Was? Babytagebuch? Woher habe ich denn Babytagebücher? Okay. Das ist cool, die Gildenkopfbedeckung. Die Waffe ist jetzt, glaube ich, aber erstmal am wichtigsten. Dann nehme ich den Gilden... Der Gildendegen macht halt gut Schaden. Aber ich glaube, ein bisschen Gift oder ein bisschen Lähmung wäre ganz cool. Ich kann ja beide machen. Kann ich beide mal ausprobieren. Ich probiere erstmal den Najaralla-Hammer aus. Vielleicht bekommen wir ja die Lähmung so ein bisschen. Ich will mal sehen, wie der Schlag ist. Außerdem ist es beides ausgewogen. Ja, ich probiere es mal. Ja. Ja. Sehr schön. Haben wir jetzt mal eine bisschen bessere Waffe. Wie gesagt, können wir schon irgendwas ändern bei der Rüstung? Weil die Rüstung macht ja meistens. So ein Gildengewand mit dem Dings? Ja, wir haben aber bloß einen Vykademie-Schein. Das aussieht. Oh, das hat auch was. Der Rathalos. Rathalos-Panzer, das ist cool. Nur es ändert sich halt echt gar nichts an den anderen Sachen. Ob ich das irgendwo anders einstellen kann? Wie sieht denn der Rathalos Kopf aus? Mal ich hier wieder so ein bisschen mixt. Ah, Rathalos Kopf wäre auch nicht so schlecht. 23, 30. Ändert das sich hier auch? 48 zu 41, ja tatsächlich. Das heißt, hier hat er halt kein Element. Er hat ein bisschen Element. Komm, dann machen wir es so. Rathalos Panzer. Ja. Ja. Und die Gildenkopfbedeckung. Das sieht doch auch gar nicht schlecht aus. Ja. Deutlich besser. Jetzt halt echt bloß die Frage, wie ich ihm sagen könnte. Also zumindest dann später mal. Das finde ich jetzt ganz cool mit dem Hut. Wie ich ihn dann später sagen könnte, dass er nur große Viecher angreifen soll. Weil wenn er dann einen Hammer hat, das wäre dann natürlich Blödsinn, wenn er dann auf kleine Viecher losgeht. So, jetzt machen wir zuerst mal das Wyvern-Ei. Der steht zuerst mal an. Das wird noch ganz interessant. Ja, da könnte ich natürlich auch versuchen... Ob das überhaupt irgendwas bringt? Superkatze und Lander? Scheinbar. Der Flüchtling halt nicht. Ja, wegen dem Ausdauerverlust, aber der Rest bringt was. Probieren wir es mal. Ist ja frisch. Kann nur schief gehen. Ah, perfekt. So. Das sollte doch jetzt richtig gut funktionieren. Halt, warte mal. Nee, jetzt haben wir den Flüchtling, nicht den Lander. Naja, gut, egal. Jo, Nahkampf, Fernkampf. Ach, Fernkampf macht jetzt auch Lähmung. Ah, das ist ja interessant. Ja gut, muss es ja. Wäre ja Blödsinn, wenn er das dann nicht machen könnte. Das ist ja aber cool. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt funktionieren wird. Das Zeug weg. Und dann geht's los. Ich könnte schwören, wir hätten schon mal mit einer Katze ein Ei geholt. Ach, das war wegen den Punkten. Genau, stimmt. Wir müssen da ja bloß Punkte farmen. Jetzt müssen wir hier ja aber... Das Wyvern-Ei holen. Du hast da eine Katze in der Not. Ja, natürlich tue ich das. Hier haben wir wahrscheinlich nichts. Nein, eine Karte.
Bin ich mal gespannt, welche Gebiete zu sind. Das ist halt immer so die große Frage. Schau mal, hier sind ein paar Mellings. Die lassen wir jetzt auch mal in Ruhe. Beziehungsweise ich kann jetzt mal probieren, wie man damit schlägt. Oh, au. Okay, das haut schon kräftig rein. Wow. Okay. Sieht ganz cool aus. Gefällt mir. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Am besten ja eigentlich hier hoch und dann über 6 gehen. Das ist eigentlich so die sinnvollste Sache. Außer Katzen könnten das nicht, aber ich glaube schon. Das haben wir ja schon mal so gemacht. Wie gesagt, genau die Quest haben wir ja theoretisch schon mal mit den Katzen erledigt. Nur waren es da halt bloß Punkte und kein Ei. Ich dachte jetzt auch nicht, dass man die Quest halt einfach nochmal bekommt. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, hier einfach hoch. Und dann hier rüber. Ah, beziehungsweise hier nochmal hoch, genau. Okay, perfekt. Ich lasse mir natürlich nicht nehmen, hier ein bisschen Erz mitzunehmen. Wenn wir eh schon da sind. Na, also. Bisschen Eisenerz. Na gut, okay. Kann ja nicht schaden. Ich meine, es kostet ja nichts. Oh. Heiratian. Na, natürlich hat sie mich gesehen. Das ist jetzt dementsprechend uncool, dass du hier bist. Oh Mann, der Ratian. Na, ich bin einigermaßen froh, dass ich gerade die neue Rüstung angezogen habe. Ansonsten sind wir ja extrem schnell tot. Ja, das geht jetzt vom Schaden her. Vielleicht angestupst von der Ratian. Wenn Joy einfach ein bisschen verteidigen würde, dann könnte ich das ja auch so schaffen. Oh ne, sie ist sehr angepisst. Oh, hi. Sie ist sehr, sehr angepisst. Komm schon, wie gesagt, wenn wir hier rauskommen. Aber ich glaube, die Ratian verfolgt mich ja dann dauerhaft, oder? Oh, 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 oh. Komm, kein Feuerball oder so. Und bitte nicht da jetzt anrennen. Oh, danke schön. Puh. Wenn sie da jetzt angerannt gekommen wäre, dann hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Aber sie hat sich Gott sei Dank auf Joy konzentriert. Ich glaube, sie fliegt jetzt aber weg. Außerdem, ich glaube, mit der Superkatze sollte es auch kein Problem sein. Oh Gott, das sieht immer so gefährlich aus. Mit der Superkatze sollte es ja eigentlich jetzt auch kein Problem sein. Nein! Och nö, wieso bist du denn da drunter gesprungen? Ja, ich bin auf den ganz falschen Weg gegangen. Ich sollte ja hier runter. Ah, kommt sie jetzt an? Ja gut, vielleicht wollte sie, aber das Ei jetzt kaputt gegangen ist. Nee, sie ragt hier einfach immer noch bloß rum. Ah, das war ja blöd. Da muss ich echt aufpassen an den Kanten. Oh Mann, hi. Na, was geht? Ja, das Schöne ist ja, dass wir mit der Superkatze auch angestupst werden können, auch von ihr. Und das trotzdem überleben. So ein krasser Angriff halt nicht, aber wie gesagt, so leicht angestupst schon. Ja, wenn du das noch mal ein paar Mal öfters machst, sie muss sich ja, glaube ich, erst hin... Nee, ich wollte gerade sagen, sie muss sich ja erst hinlegen. Tatsächlich aber nicht. Und wenn sie jetzt nichts Blödes macht, dann sind wir draußen. Ja, okay. Wie gesagt, das war eh schon der komplett falsche Weg. Wir müssen eigentlich hier runter. Mit dem Lander wäre das gar kein Problem gewesen. Dann hätten wir auch... da komplett runterfallen können, aber leider haben wir den Lander nicht bekommen. Das ist auch immer eine schöne Fähigkeit. Vor allem für die grünen Hügel ist es eine super Fähigkeit. So, hier... Ist es hier runter? Ja, da ist das Gemüse. Okay, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich hätte einen Fehler getan. So, dort runter extrem vorsichtig sein, was das angeht. Das Nahabra sollte mich eigentlich auch nicht erwischen. Oder das Vespoid, je nachdem, was es ist. Ich glaube, hier in den Gebieten ist es ja eher das Vespoid. Das Schöne ist, ich sehe jetzt aber dort unten gar nichts. Ist gerade eben relativ dunkel. Okay, der Fall war nicht tief genug. Ich glaube, es war nicht der Fall, den man nehmen sollte, für den Sprung. Aber er war auch nicht tief genug dafür. Dass die Ratian mich aber nicht verfolgt. Dass ich sie einfach so denke, so, oh ja, nimm mein Ei. Oh doch, sie verfolgt mich. Nee, tut sie nicht. Das überrascht mich jetzt wirklich. Weil normalerweise dachte ich, wenn man ein Ei... Oh Gott! Ein Ei transportiert, dass die... Ha! Wie gefährlich. Dass die Monster einen dann auch verfolgen. War das nicht immer so? Ja, vielleicht bei Katzen nicht oder keine Ahnung, bei der Quest jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Du willst vielleicht auch... Oh doch! Da kommt sie jetzt. Es ist verdammt langsam, wenn sie jetzt erst kommt. Das ist... Ich dachte auch, dass es dann in 6 einfach fliegen kann. Vielleicht kommt es aber nicht in 6.
Deswegen hattest du dort vielleicht ein Problem. So. Egal was es ist, wir haben es geschafft. Glücklicherweise. Und können die Quest abschließen. War schon ein bisschen riskant mit der Ratian, aber im Endeffekt hat es funktioniert. Haben wir Glück gehabt. So, und ich denke, die neue Rüstung hat auch ein bisschen geholfen, weil dadurch haben wir halt nicht ganz so sehr auf die Schnauze bekommen. So muss man es ja wirklich sagen. Das ist so, das ein oder andere Stupsen von der Ratian hätte bestimmt schon mehr Schaden gemacht. Ohne die neue Rüstung. So, dann gehen wir nochmal kurz zu den Käfern. Holen die noch ab, wobei 20 Sekunden, da wird es nicht viel Käfer geben. Ja. Hab ich mir schon gedacht. Das war leider nichts. So. Schauen wir mal. Was wir dann als nächstes machen. Gut, wir wissen ja, was wir als nächstes machen. Das ist ja so. Schauen wir mal, was wir bekommen. Schöner Rest und einfacher Rest. Na, das passt doch. Allgemein gibt es eigentlich relativ gutes Zeug. Gefällt mir. Sehr schön. Zwei schon mal erledigt. Fehlen nur noch zwei.